So, guten Morgen. Heute habe ich einen Gast bei mir, und zwar den Julius. Der hat auch einen G500 wie ich aus Japan, und der Vorbesitzer hat den massiv verbastelt. Er hat da gerade so ein paar Problemchen. Und ich schaue mir das heute mit ihm an, und wir schauen mal, was wir heute alles an dem Fahrzeug repariert bekommen. Bis gleich. Viel Spaß. Moin! Moin! Ja, fährst einfach rückwärts rein und dann mach ich. Gucken wir mal, was wir heute hinkriegen. So, jetzt ist der Julius da. Hey Julius! Hi! Jetzt erzähl mal, was hast du alles für Themen? Ach ja, dann gibt primär so ein paar elektrische Themen. Wir haben eine SRS-Fehlermeldung an dem guten Stück. Okay, SRS. Und dann, was hast du noch für Themen? Dann haben wir sicherlich noch ein paar Themen mit dem Lenkgetriebe. Das Öl ein bisschen ist sicherlich ein bekanntes Thema. Den Fehler, dass High-Low immer wieder rausspringt. Und wir haben einen Fehler vom Drehzahlfühler hinten links. Das macht sich meines Erachtens auch bemerkbar, wenn ich bergab fahre und in der Kurvenfahrt, dann kriege ich manchmal so ein kleines ABS-Aufflattern. Glaube aber, dass sich das auch sicherlich im Fehlerspeicher auslesen lässt. Sicherlich. Alright, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich habe natürlich stilecht direkt den Service Overall angezogen, den ich vom Heinrich Wangler geschenkt bekommen habe. Bin ich ganz stolz drauf tatsächlich. Und jetzt schauen wir uns das mal an und gucken, dass wir dem Julius weiterhelfen. Alright. Dann gucken wir mal. Wie ist deine Batterie? Ist die noch gut oder müssen wir die unterstützen? Nicht, ich hänge was dran am besten. Ja, müssen wir wahrscheinlich machen. Ja, sonst. Häng mal was dran. Da habe ich tatsächlich hier von. Von denen habe ich das Teil da und damit findest du ganz geil. Hier auf Supply gehen, dann hast du 13 Volt und dann tut er quasi die Batterie unterstützen. Also mache ich immer drin. Macht auch Sinn, bevor man die Batterie beim Auslesen in die Knie zwingt, ist das, denke ich, die beste Lösung. Alright, dann mal hier starten. Ich frage mich, warum das Display noch nicht da ist. Jetzt. So, dann starten wir mal die Diagnose und gucken mal, was da so rauskommt. Verteilergetriebe, Motorelektronik, ESP, Airbag und hier der da, das ist Verteilergetriebe ist großer Fehler. Ja, sind die Anzahl der Fehler ist ja doch ganz schön hoch. Wann hast du den gekauft? Vor einem Jahr. Und seit dem Jahr hast du die Themen und ärgerst dich ein bisschen? Oder sind immer mehr Themen dazu gekommen? Ja, würde man sagen, es ist so eine Dauerbeschäftigung. Ich glaube, es hat angefangen mit dem Verteilergetriebe, was dann erstmal mechanisch nicht funktionierte. Das war aber eigentlich das größte mechanische Thema bislang. Okay. Die restlichen Sachen sind primär Elektronik. Wobei man sagen kann, bei dem Auto wurde von den Vorbesitzern schon, glaube ich, fast jedes Teil einmal angefasst. Der hat uns jetzt alle Fehler ausgespuckt. Und wir gehen jetzt Stück für Stück alle Fehler durch und gucken, was wir beheben können und was nicht. So, wir gehen in den ersten Fehler rein und schauen uns mal den Fehlercode an. Macht der Lautsprecher immer wieder Geräusche oder was ist das? Okay, also das Traktionssystem über Campus, gesendete Raddrehzahl hinten links ist unplausibel. Okay. Da mögliche Ursache, Funktionsfehler, Steuergerät, elektronisches Verfahren, bla bla, Tauschnamen, mögliche Ursache, bla. Da bla 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 bla. Okay, dann gucken wir uns das mal an.
So, wir gehen jetzt einfach Schritt für Schritt alle Fehler durch und gucken mal, was wir heute hinkriegen. Also, ja, wie ist das von der Temperatur? Geht die Temperatur gleich auf 80 Grad oder dauert es ewig? Oder ist sie immer unter 80 Grad? Du bist doch jetzt gerade ein bisschen gefahren gewesen, ne? Ja, aber schön. Guck mal, da ist schon dran. Ich glaube, du hast immer zu wenig Temperatur. Mhm. Das bedeutet, du musst dein Thermostat tauschen. Also muss man Thermostat besorgen. Und gleich den Sensor mit. Würde ich machen. Was hat er jetzt runter Laufleistung? 165.000. Ja, tauscht das Thermostat. Das kostet nicht die Welt, das zum Tauschen ist auch einfach. Und den Sensor dazu auch, das können wir nachher raussuchen, was das war. Das würde ich auf jeden Fall machen. So, alright, dann gehen wir nächste Fehler durch. Verteilergetriebe. Gucken wir mal, was er da sagt. Richtungssensor ist unplausibel. Das ist ein bisschen geiler Fehler tatsächlich. Das Grenzsignal von Transsystem ist fehlerhaft. Die Kommunikation mit dem Feldwert N, das ist quasi der Stallmotor. Ist gestört, also das würde quasi dein H-to-Low-Thema würde das tatsächlich begründen. Ja, wenn die Kommunikation gestört ist, gehe ich davon aus, dass quasi dein Kabelbaum einen Wackelkontakt hat. Da müsste man schauen, ob man die Stelle findet oder gleich den ganzen Kabelbaum. Also das ist bloß so ein Stück. Es geht hier im Batteriekasten, hier so hier runter. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lang es ist, aber es ist nicht so ein ewig langes Kabel. Es sind, ich glaube, 5 Adern oder 4 Adern oder sowas. Dann gehen wir einfach auf das nächste Thema. ESP. Stability Programm. Das ist ja deine Vermutung, ist ja quasi, dass der Drehzahlfehler quasi ein Thema hat. Gucken wir mal, ob das die. Also er sagt, dass die CAN-Kommunikation mit dem Bauteil N73 Steuergerät EZS ist gestört. Systemstörung, Lenkwinkelsensor ist nicht initialisiert. Lenkwinkelsensor-Initialisierung ist eine ganz, ganz geile Geschichte, kann ich sagen. Habe ich schon mal gemacht. Und die bei Mercedes haben es nicht mal hingekriegt. Und ich habe es nur durch Zufall hingekriegt. Ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, wie es geht. Mal gucken, ob wir es hinkriegen später. Aber das machen wir später, weil dazu müssen wir fahren. Also das können wir nicht im Stand machen. Das heben wir uns für nachher auf und ich hoffe, wir kriegen es hin. Da müssen wir irgendwelche Kombinationen drücken und irgendwie fahren, damit das überhaupt funktioniert. Egal. Hoffen wir nicht, dass der Lenkwinkelsensor kaputt ist, weil das Scheißteil kostet 800 Euro. Alright, dann gehen wir zum nächsten. So, Widerstand, Zündkreis mit dem Bauteil, Airbag, Beifahrer ist zu groß. Ah ja, das ist nicht der Fahrer. Ich hatte das Thema tatsächlich mit dem Fahrer tatsächlich. Mhm. Und das Thema wurde dann beseitigt. Man hat den Kabelbaum quasi gecheckt und der Kabelbaum hat einen Kabelbruch gehabt. Also das sind nur zwei Äderchen tatsächlich für die Zündpille. Und da hatte quasi einer davon hatte quasi einen Kabelbruch und das hat dazu geführt, dass der Airbag die ganze Zeit ein Thema geworfen hat. Das können wir aber nachher machen. Wir machen einfach das Handschuhfach raus. Das kann man mit ein paar Schrauben hier da oben einfach das quasi wegmachen und dann kann man es komplett rausziehen. Da gucken wir mal nach dem Kabelbaum, da können wir auch mal das Kabel abziehen, vorsichtig, und mal die Kontakte anschauen, manchmal sind die auch korrodiert, vielleicht. Und dann stecken wir das mal drauf und gucken mal, was passiert. Alright, dann hätten wir das Thema auch. Du merkst dir das alles natürlich. Schreib's mir auf. Mhm. So, elektronischer Zündschalter, das passt auch. Das ist SAM-V-Signal-Ansteuerungsmodul vorne.
Tiersteuergerät rechts hat ein Thema. Was hat es denn für ein Thema? Hast du da irgendwelche Themen? Gibt es da irgendwelche Probleme? Ja, wir hatten ja das Thema mit der Sitzverstellung. Ah, die habe ich dir ja verstellt, genau. Mhm. Haben wir das auf 1 gespeichert gehabt? Ich glaube, ich habe es jetzt auf 1 gespeichert. Okay, alles klar. Also für das Thema müsste man das Steuergerät ausbauen. Wir müssten gucken, ob es am Kabelbaum liegt oder wirklich am Steuergerät. Es gibt mehrere Variationen in dem Fall. In der Regel ist es so, dass die Steuergeräte, die in den Türen drin sind, die Wirkungskräfte tatsächlich nicht standhalten, um Türe zu schlagen. Und dann lötet man die nach und dann funktioniert das in der Regel. Es kann aber auch die Switches sein, so wie sich das hier bewegt. Ah, auf 1 war es nicht gespeichert. Okay, Vorsicht, sonst geht es nur noch nach vorne. Ist egal, das können wir ja alles wieder einstellen. So, jetzt hast du hier quasi einen. Also wenn du nach vorne gehst, geht es nach vorne. Wenn es nach hinten gehst, geht es nach vorne. Die Rückenlehne geht auch nur nach vorne. Also wo du zu mir gekommen bist, das erste Mal, war so, glaube ich. Also anders konnte man mit dem Auto nicht fahren. Glaube ich, oder? Das war das, oder? War genau so. Dann habe ich gedacht, okay, so bist du jetzt ein Jahr rumgefahren. Nein, nicht ganz. Nicht ganz, okay, gut. Aber das ist dann gar kein Problem, man kann hier nämlich ansteuern direkt über das Steuergerät. Ich bin so nah dran, das wird halt gerade ein bisschen schwierig, aber wir kriegen das hin. So, jetzt können wir quasi die Stellmotoren bewegen hier über die Diagnose. Deshalb habe ich auch dieses Diagnosegerät immer überall dabei, weil das macht einfach Sinn, so ein Diagnosegerät dabei zu haben. Ich nutze das ja auch nicht gewerblich. Also das mache ich wirklich nur für Julius, weil das ein Kumpel von mir ist und der in meinem Stammtisch ist. Sonst würde ich das gar nicht machen. Und deshalb ist so ein Gerät tatsächlich ziemlich cool. Jetzt können wir nämlich hier Ansteuerung. Jetzt kann ich hier Lehne. Die Lehne machen wir als erstes zurück, dann kann ich auch ein bisschen. Also der warnt einen auch davor, dass man hier jetzt zerquetscht werden kann. Also bitte mit Vorsicht die ganze Sache. So, jetzt gucken wir mal, ob wir mit der zurückfahren können. Viel, viel besser. Jetzt kann ich auch was lesen. So, das ist schon mal gut. Dann gucken wir, was wir als nächstes machen. Also er warnt definitiv Verletzungsgefahr. Man kann hier quasi zerquetscht werden und kommt hier nie wieder raus. Also Lebensgefahr. Aber damit kennen wir uns ja aus. Also dann Lenksäulenverstellung. Ne, das ist das hier. Ah, das hatten wir letztes Mal auch schon. Dass er quasi zurück nicht gemacht hat und irgendwann mal hat das dann angefangen. Ja? Mhm. Jetzt gucken wir mal, das sitzen nach hinten. Weil das war quasi die erste Aktion, die wir gemacht haben. Warum kriegt er das nicht? Dann ist wahrscheinlich das Steuergerät. Wir gehen nochmal raus. Dann ist das Steuergerät wahrscheinlich das Sitzsteuergerät, was unten dran hängt. Jetzt gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Es geht nur in die eine Richtung, ob es Relais schaltet. Aber das hatten wir letztes Mal auch. Nur nach vorne. Nach hinten macht er nicht. Das ja, aber was war da denn für ein Mensch drin davor? Was ist denn das? Das ist eine Programmierung. Ich habe ehrlicherweise immer nur die erste Programmierung genutzt. Die zweite, dritte war noch von dem Vorbesitzer. Aber jetzt macht er. Die coole Geschichte ist, dass der Vorbesitzer das Auto gekauft hat und seine Frau gesagt hat, sie mag das Auto nicht. Und er letztlich keine Ahnung hatte von dem Fahrzeug. Mhm. Was dann die Preisverhandlung für mich ein bisschen einfacher gestaltet hat.
Hast du das ein relativ günstig geschossen? Ja. Also macht die ganzen Fehler ein bisschen akzeptabler, aber bedeutet natürlich auch, dass es ein längeres Projekt ist. Ja, also ich sag mal so, das Thema, was wir jetzt gerade bearbeiten haben, ich glaube 90% der G-Klassen oder lass es 100% der G-Klassen haben, also von dem her, ist das jetzt ein Thema, was alle haben. Im Laufe der Zeit, also es ist nicht wegdenkbar, dieser Fehler. Also von dem her, mein Tipp ist tatsächlich, programmiert euch 1, 2, 3 schon im Vorfeld, bevor dieser Fehler überhaupt auftaucht. Scheint es auch ein Wackelkontakt irgendwo zu sein. Wo der liegt, entweder hier oder unterm Sitz. Ich vermute aber hier in dem Fall tatsächlich, dass quasi das Steuergerät unterm Sitz ist. Da könnte man auch einfach mal die Kontakte abziehen, also die Stecker abziehen und einfach mal Kontaktspray reinhauen. Keine Ahnung, ob es was bringt, aber man kann es ja mal probieren. Und dann halt das auf Position kriegen, weil man hört ja. Ja, das Relais klickt. Aber es passiert nichts. Also quasi der Motor. Wir gucken mal das Kabel, was quasi von dem Steuergerät zum Motor geht, könnten wir mal angucken. Ob das tatsächlich vielleicht ein Problem auslöst. Ja, wir checken einfach mal. So, alright, dann weiter. Jetzt machen wir mal schon das da. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Schnell raus! Die Presse wollte mich hier jetzt gerade einquetschen. Das hat man, ich muss gleich aussteigen. Bin ja auch nicht der Schlankste. Schon Angst gehabt, dass man das Gerät nicht mehr gleich bedienen können. Das passt eigentlich von der Sitzeinstellung für mich. Ja, meinst du? Ja, klar. Kommst du da rein? Okay, dann lassen wir es so. Sieh da, wir kriegen es hin. Jetzt fahren wir mal den komplett. Sitz. Jetzt würde ich sagen, wir machen so ein paar Sitzeinstellungen, die wirklich gut sind, und speichern die bei dir ab. Das ist eine gute Sitzhöhe, glaube ich. Und die machen wir auf die 1. Ah, Scheiße. M. Erst so, dann so. So, ob ich geklappt hab. Ne, wenn sich bewegt, oder? Ne, ich guck grad mal, was ich tu gerade die andere. Jetzt. Ja, das sieht gut aus. Dann können wir auf die 2 noch eine legen, wo noch weiter nach hinten geht, hätte ich gesagt. Ja. Und zwar machen wir jetzt quasi. Das ist nämlich ganz cool, das ist so quasi, wenn ich auf Reisen bin, natürlich schlafen. Willst du ja auch mal im Auto vielleicht noch auf der Autobahn oder sowas? Da hinten ist nichts, was zerquetscht werden kann. Nö. Okay, gut. So. So. Und dann tun wir das auf die 2 legen. Mal gucken, ob es klappt hat. Und dann, das braucht man aber an dem Sitz eigentlich in der Regel nicht ganz nach vorne, aber vielleicht muss irgendwann mal was schrauben. Na, guck mal. Also der macht auf der Einstellung auch nicht das Rückwärtsfahren. Ja. Dann ist es definitiv irgendwas an der dem Sitzsteuergerät. Geht nicht, ne? Warte mal, mach mal. So, jetzt versuchen wir mal, du bist jetzt an dem Stellmotor jetzt direkt dran, gell? An dem Kabel vom Stellmotor. Ah ja, sieh da. Da scheint der Wackler da zu sein irgendwo. Na, haben wir den Fehler gefunden.
Also wir machen jetzt quasi einen Versuch tatsächlich. Wir gucken schon das Kabel zum Airbag. Wir schauen uns das an. Vielleicht ist da ein bisschen Korrosion. Wir gucken einfach, dass wir das Kabel einfach mal abklemmen und mal wieder dran machen. Und dann sehen wir, ob das funktioniert oder nicht. So, die Julius zieht schon mal das Handschuhfach raus. Hast du schon draußen? Ja. Gut. Kannst du da hinten auf den Tisch legen. Und dann gucken wir uns hier mal. Das hier ist der Airbag. Und hier auf der Seite ist quasi... Ah ja. Was, soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, da haben die schon, deine Vorgänger, schon ein bisschen was rumgespielt. Ja. Seht ihr das Gaffer-Tape da? Das, weil die haben da mit Gaffer-Tape versucht, den Stecker quasi, ich kann selber auch mal gucken. Den Stecker haben sie mit Gaffer-Tape quasi dran geklebt, weil sie da einen Wackelkontakt vermutet haben. Ah ja. Also dem wird nicht so sein. Ja. Also das ist sehr, sehr sicher. Es ist das Kabel oder ein Kontaktthema am Stecker. Das gucken wir uns an. Wir machen einfach mal das Gaffertape weg und ziehen mal den Stecker, gucken uns den mal an. Vielleicht zieht man auch was am Stecker. Sollen wir das Strom losmachen? Nö, alles gut. Passiert nichts. Nö, nö. Dass ein Airbag auslöst, da musst du schon viel machen. So, also ich behaupte ja, da passiert nichts, weil da ja wirklich ein Sicherheitsmechanismus dahinter steht, quasi der, also muss sehr viel Strom drauf kommen auf diese Zündpille, damit das Ding überhaupt zündet. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber wir lassen einfach die Kamera laufen, weil wenn der Airbag hochgeht, dann haben wir es wenigstens so viel. So würde ich das jetzt mal sagen. So, als erstes kannst du mir mal einen Schraubendreher geben. Also das Gaffer-Tape hier, das ist schwarze, tolle Luxus-Gaffer-Tape, also das ist auch eins der teuren Variante, nicht, das ist das billigste vom billigsten, aber egal. Ne, das ist gut. Das ist gut. So, und jetzt. Okay, aber so, wie der da drin hängt, ganz ehrlich, also die haben den da drauf geklebt, weil der nicht mehr, der hält überhaupt nicht, der klippt normalerweise ein. Der Stecker, der klippt einfach. Nicht der Stecker, sondern am Airbag. Die haben den Airbag gefickt. Wo ist ein Airbag? Scheiße, ich hätte noch einen. Vielleicht. Aber da muss es ganz einfach. Nö. Dann kannst du von hier unten die Schrauben hier, glaube ich, ja. Und dann kannst du das Ding runternehmen und dann, ich glaube, das könnte so funktionieren. Aber ich weiß nicht, wo ich den Airbag hin habe. Ich habe den, glaube ich, irgendwo liegen lassen. Also nicht hier, sondern bei einem Spätzle. Dunkel kann ich mich erinnern. Ja, whatever. Yeah. Ist das Ursache für die SRS-Fehlermeldung? Ja. Normalerweise ist so, der klippt richtig ein. Also du hast so einen richtigen Druckpunkt, den musst du überwinden. Und das hat das Teil überhaupt nicht. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. Jetzt müsste man so einen Airbag organisieren tatsächlich für das Thema. Ja, den kriegt man schon. Irgendwo kriegst du einen Airbag her. Also bestimmt nicht günstig, aber die dürfen eigentlich auch gar nicht verkauft werden. Das ist tatsächlich ja ein bisschen kritisch, so Airbags auch verschicken und sowas. ja, whatever. Ja, also ich würde da tatsächlich, ich würde gucken, dass ich mir einen neuen Airbag besorge. Ich lese hier, ich tue jetzt mal den Fehlerspeicher mal schön löschen. Und wir gucken, ob jetzt quasi das Teil jetzt quasi den Fehler nicht mehr wirft. Dann wissen wir, dass quasi die Kontaktstelle quasi zur Zündpulle nicht mehr gegeben ist. Und dann müssen wir gucken, wie wir das Problem lösen. Also ich werde das jetzt wahrscheinlich
hier jetzt nicht direkt gelöst bekommen. Kann das Teil runterklappen? Also wir sind jetzt schon unter dem Armaturenbrett am Steuergerät dran, um jetzt hier quasi die ganzen Prüfungen durchzuführen. Wir müssen jetzt quasi das, hier sind diverse Steuergeräte, Relais und so weiter drunter. Das kann man jetzt hier runterklappen. Da ist ein Scharnier. Du musst vorne eine Schraube lösen und dann klappt das quasi runter und dann kannst du eigentlich alles machen. Soll ich mal rüberkommen und mal gucken? Ja, guck dir mal an. Also ich. Und jetzt heißt, hilft uns Geld, heißt sie. Ja, ich weiß, du bist der beste Helfer. Also, wir haben jetzt das Motorsteuergerät rausgebaut, weil das Siegel war hier durchbrochen. Sprich, ich vermute, dass an dem Steuergerät schon was gemacht worden ist. Das wollen wir jetzt einfach nachschauen, ob dran rumgelötet worden ist. Weil das ist natürlich für die Zuverlässigkeit von dem Wagen vielleicht nicht sehr unrelevant. So, und da haben wir auch tatsächlich gleich was gefunden, und zwar, krieg ich's scharf, seht ihr das hier? Hier wurde ein Füßchen schon gelötet, das ist natürlich nicht so geil gelötet. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an unter dem Mikroskop tatsächlich, ob tatsächlich wir da ein Thema haben oder nicht, weil genau solche Themen können natürlich viele, viele Themen bei so einem Fahrzeug auslösen. Und wir haben ja irgendwas mit der mit quasi Zündschloss. 70 Steuergerät. Und Steuergerät, Motorsteuergerät und Zündungssteuergerät können natürlich zusammenhängen. Eventuell, keine Ahnung, ich bin da jetzt kein Experte drin. Könnte tatsächlich so sein. Jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Und das ist ja hier mein Elektrolabor. Also für die, die es nicht wissen, ich habe ja noch ein IT-Unternehmen. Und schraube auch an Computern tatsächlich. Also nicht nur an Autos. Und das mache ich schon ganz schön lange. Und mit Elektronik kenne ich mich auch so ein bisschen aus. Ne? So ein kleines bisschen. Und was ich jetzt halt, mir ist halt sofort aufgefallen, dass bei dem Motorsteuergerät war das Siegel durchbrochen, und hier an der Stelle hier sehen wir quasi, dass hier eine Lötverbindung geschaffen worden ist. Jetzt gucken wir mal warum. Wahrscheinlich ist einer dieser Punkte, hat wahrscheinlich eine kalte Lötstelle gehabt. Warum man das hier so macht, das müsste ich jetzt tatsächlich mal schauen. So, jetzt schauen wir mal tatsächlich, was wir hier gelötet kriegen. Das hier sieht tatsächlich nicht so geil aus. Da müssen wir jetzt ein bisschen was machen, korrigieren meiner Meinung nach. Ich schaue mir das jetzt nochmal genauer an, aber das kriegen wir schon hin. Wir schauen mal, dass wir das Beste draus machen. Ja, da hat man einen Draht reingemacht. So, da haben wir das Stück. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das Ganze korrigiert bekommen. Dort mit dem Fuß. Da müssen wir hier eine Verlängerung schaffen zu dem Punkt hier. Dass das aber eine richtige Verbindung gibt, müssen wir halt jetzt mal schauen, wie wir das hinbekommen. An der Stelle tatsächlich einiges fehlt an Material, und man das hier so verbunden hat, da gehört es aber auch hin, das sieht man. Und da machen wir jetzt eine gescheite Verbindung hin. Davor war das irgend so ein Klumpen, keine Ahnung, was das, welcher Profi da drin gearbeitet hat. Davor war es so ein Klumpen, und ich habe so das Gefühl, dass dieser Klumpen tatsächlich die ganze Sache nicht wirklich verbessert hat, weil er zu dick war. Und jetzt machen wir hier so ein kleines Teil, setzen wir hier rein, da dazwischen rein, dann wird das hoffentlich eine filigrane schöne Sache. So, der Draht ist jetzt
Nur ein bisschen, nicht zu viel, weil wir wollen ja nicht wieder so einen Klumpen haben, wie der davor hatte. Und jetzt muss man das da drauf gelötet kriegen. So. So, zu dem, was davor war, ist das jetzt natürlich hier eine saubere Sache, würde ich sagen. Davor war es ja eher hingepfuscht und sieht jetzt ordentlich aus, würde ich behaupten. Weil davor hat man ja gesehen, das war ein richtiger Klumpen. So, ja, das war's schon. Also so einfach kann es gehen, muss bloß ein bisschen löten können. Das kriegt ja jeder hin. Würde ich behaupten. Ist jetzt keine Raketenwissenschaft. So. Alright. Das haben wir gelötet. Ja, das war's schon. Das sieht gut aus. So, jetzt haben wir eine schöne, saubere Lötstelle. Davor war ja da einfach irgendein Lötklumpen drauf. Da weiß man auch nicht, ob der nicht rechts und links kontaktiert hat bei Vibrationen. Hier können wir uns jetzt sicher sein, dass das tatsächlich nichts mehr berührt. Also das würde ich sagen, ist eine saubere Lötstelle. Bauen wir das Ganze wieder ins Gehäuse ein. Falls jetzt irgendjemand einer kommt mit ESD und sowas. Also ich habe hier einen Boden, das ist ein ESD-Floor, also quasi ist ein ESD-gesicherter Boden. Ich habe hier einen ESD-Stuhl und diese Matte hier ist auch noch ESD. Also von dem her, es kann nichts passieren. Alright. Gut, machen wir das Teil wieder zusammen. Bauen es ein. Vielleicht sind dann auch unsere komischen Probleme schon weg. Könnte ja gut möglich sein, dass das tatsächlich viele Probleme löst. Und schauen wir mal, was noch so für abenteuerliche Sachen in dem Fahrzeug zu finden sind. Was meinst du? Ich bin gespannt, sagen wir mal. Ja. Gut, das sieht auch ein bisschen. Dann gucken wir mal drunter. Wie das hier gemacht ist. Es sind schon sehr viele Stellen, die quasi tatsächlich ein Thema sind. Und was noch viel interessanter wäre, wenn wir... Ich würde das Steuergerät da unten auch mal schön draus machen. Und lass uns das mal genauer anschauen. Und das ist natürlich auch geil. Diese Masseleitungen hier. Der Schreibtor dran. Könntest du überhaupt Kontakt aufbauen, Schritt? Weil Masse ist oft das Problem bei solchen Fehlern, wenn die Masse nicht richtig anliegt. Das sollte man sich ja auch noch mal ein bisschen genau anschauen. Also hier ist der Raptor eingemacht worden. Warum sieht man hier überall eigentlich schon? Der Rost blüht hier überall durch. Also ich schätze mal, dass der Klassiker quasi über das Wischegestänge hier quasi Wassereintritt war, quasi hier in den Fußraum. Und man hier quasi dann Raptor reingemacht hat. Was natürlich sein kann, dass quasi das Steuergerät hier, das kriegt gern Wasser ab, wenn quasi übers Wischegestänge quasi Wasser eintritt. Das ist ABS. Steuergerät, jetzt gucken wir uns das mal an. Vielleicht ist da ja auch noch was. Wenn wir hier jetzt schon offen haben, können wir ja mal alles durchgucken, hätte ich gesagt. So sieht's aus. Julius, viel Spaß. Was mir übrigens ganz arg Spaß macht, ist, jemanden da zu haben, der quasi das ausführt, was ich will. Das macht viel mehr Spaß. Das ist quasi so eine Art Regisseur fürs Schrauben.
Oder wie nennt man die Leute, die sowas machen? Also es macht auf jeden Fall maximal Spaß. Weil dann mache ich nur die Sachen, die ich machen möchte. Und die Sachen, die ich nicht machen möchte, übergebe ich an den anderen. Das können wir immer so machen. Habe ich überhaupt gar keinen Schmerz damit. So, also, wir haben das Steuergerät mal ausgebaut und als würde ich tatsächlich tatsächlich sofort die Sachen kennen von diesem Fahrzeug. Und wenn man hier jetzt die Korrosion im Stecker sich anschaut, sieht das natürlich nicht gut aus. Da ist Wasser reingekommen. Ja, das ist tatsächlich, erhärten sich meine Vermutungen. Jetzt müssen wir uns das mal anschauen, wie das innen ausschaut. Ich würde das Steuergerät tatsächlich zerlegen. Wir gucken mal rein, wie viel da wirklich reingekommen ist. So, jetzt haben wir das Steuergerät ausgebaut. Wir haben die Korrosion festgestellt. Jetzt gucken wir mal in das Steuergerät rein und gucken, was wir sonst noch finden beim Julius seiner Karre. Komm mit, Julius. Ja, Mensch, das ist ja mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, wir machen hier mal schön auslesen, löschen die Fehler und dann geht es wieder nach Hause. Aber du meinst es ernst, mein Freund. Ja, also man sieht ja hier jetzt tatsächlich Rost und dieses Grünspan. Grünspan ist quasi die Folge von Reaktionen mit Strom quasi. Also das ist tatsächlich Kurzschluss. Mehrere Kurzschlüsse und wir sehen halt, es sind mehrere Bereiche tatsächlich betroffen. Und ja, ich hatte das so ein bisschen im Urin, weil dieser Raptor da überall ist. Sprich, da hatte man Wassereintritt. Man müsste ja tatsächlich auch schauen, Julius, ob da immer noch Wasser reinkommt. Die Fußmatte würde ich erstmal nicht reinbauen. Die würde ich erstmal draußen lassen. Dann mit einer Gießkanne wässern und gucken, ob Wasser reinkommt. Wenn Wasser eintritt, ist, sollte man schauen, woher, und wahrscheinlich das Wischergestänge, das ist der Klassiker. Da sollte man das in Ordnung bringen, weil es wird halt nicht besser. Ich habe vielleicht sogar noch so ein Steuergerät da, falls das tatsächlich hinüber sein sollte. Schauen wir mal. Alright. Komm. So, das Gehäuse hier, das ist geklemmt. Da haben wir jetzt quasi die Klemmen weggemacht, um einfach mal reinzuschauen. Aber das sieht gut aus. Also das scheint nur hier quasi das Zeug hier zu sein. Wir hoffen halt nicht, dass es einen kurzen drauf gegeben hat und das Steuergerät jetzt platt ist. Innen sieht es tipptopp aus. So, ich mache jetzt einfach die Kontakte sauber. Ich habe das Gehäuse, machen wir jetzt noch wieder zu, weil das hat letzten Endes innen gut ausgesehen. Da brauche ich jetzt mehr, also optisch gut ausgesehen. Kann aber trotzdem sein, dass eins der Bauteile vielleicht trotzdem einen Schlag abgekriegt hat, weil es halt doch sehr korrodiert war. Sprich, möglich. Ich wollte jetzt da Kontaktspray eigentlich reinmachen, aber ich finde mein verficktes Kontaktspray nicht. Also habe ich jetzt Bremsenreiniger genommen und diese Messing oder Kupfer oder was auch immer für eine Bürste das ist, die ist nicht so extrem hart. Damit hat man das jetzt auch super sauber gekriegt. Jetzt müssen wir bloß noch den Stecker sauber machen und bauen das jetzt mal ein. So, jetzt bauen wir das Ganze gleich wieder ein. Erstmal machen wir den Stecker wieder sauber, befreien ihn von dem ganzen Grünspan, von der Korrosion und so weiter, damit wir auch wieder gescheit Kontakt haben. Der Stecker, machen wir mal Licht an. So. Okay.
So, als allererstes checken wir mal, ob das Auto überhaupt noch entspringt nach der ganzen Geschichte, die wir da verbrochen haben. Okay. Ja, scheint zu laufen. Jetzt will ich tatsächlich mit der Star-Diagnose tatsächlich nochmal auslesen. Gucken wir mal, ob wir tatsächlich immer noch die Fehler haben. Erstmal löschen wir jetzt erstmal alle Fehler. Display ist noch da, also läuft es jetzt gerade. Also von dem her müssen wir jetzt einfach mal gucken, ob das Ganze jetzt tatsächlich funktioniert, ob alle Fehler draußen sind. Wenn jetzt alle Fehler draußen sind, was so ganz danach aussieht. Wir haben gerade aktuell keinen Fehler in allen Themen, außer Airbag. Der Fehler ist tatsächlich da, aber was für ein Wunder. Da muss man uns echt tatsächlich noch was einfallen lassen. SAMV-Signalhausansteuerung von. Das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, die überhaupt nicht zu, also überhaupt nicht interessiert, weil das irgend so eine Pumpe da vorne ist, die bei jedem quasi als Fehler deklariert wird. Nö, wir sind gerade aktuell tatsächlich komplett fehlerfrei. Uhu. Also außer Airbag und hier, das ist das hier, Ansteuerung vorn. Mal gucken, was das ist. Fehlercode anschauen, das ist das Bauteil. Also es ist gar nicht relevant, weil dieses Bauteil wird wahrscheinlich bei dir gar nicht verbaut sein. Deshalb steht es ja auch hier, ist nicht verbaut, Fehlercode ignorieren, falls trotzdem auftritt. Also sind wir jetzt gerade aktuell fehlerfrei. Ja, Julius freut sich hinter der Kamera. Aber jetzt müssen wir tatsächlich auch mal gucken, ob das so bleibt, wenn wir quasi Fahrzeug starten und eine Runde drehen. Weil auf das kommt es letzten Endes jetzt an. Weil ich glaube, wir haben auf jeden Fall so hier und da so ein paar Themen noch, die nicht behoben sind. Aber wir kriegen alles in den Griff, glaube ich. Das sind alles nur so Kleinigkeiten, die ein bisschen ärgern. Alright. Let's go. Gut, dann starte ich mal schon den Motor. So Julius, jetzt kann ich mal einsteigen. Jetzt fahre ich mal. Mal gucken, ob du feuchte Augen kriegst. Safety first. Anschnallen. Und jetzt wieder reinfahren. Dem erzähle ich gleich was, wenn der mir da wieder reinfährt. So, bislang sieht es gut aus, wirft keine Fehler, außer halt diesen SRS-Fehler, den werden wir aber auch beheben, wenn wir quasi diese Airbag-Geschichte, müssen wir uns mal schauen. Ein neuer Airbag und das Thema ist dann auch erledigt. So, jetzt sind wir ja zurück von der Testfahrt. Jetzt machen wir die Star-Diagnose drin und gucken mal, was für Fehler jetzt noch auftauchen und gucken mal, ob wir die Fehler auch noch gelöst kriegen. Und also im Testdrive hat das Fahrzeug ja tatsächlich sehr gut abgeschlossen, finde ich. So, schon ausgelesen? Ja, und wir haben null Fehler. Wir haben nur noch den Airbag-Fehler, aber sonst haben wir keine Fehler mehr. Also sprich, wir hatten da ein paar Probleme mit ein paar Steuergeräten. Einmal mit ein bisschen Wassereintritt, Korrosion quasi. Und beim anderen halt eine scheiß Lötstelle. Also derjenige, wo das gemacht hat, hat das zwar Richtige gemacht, aber halt nicht schön. Man hätte das einfach ein bisschen schöner löten müssen.
Von dem her, 10 Punkte! Geil!